Jo Leute und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ja Freunde, es geht weiter. Das letzte Mal hatten wir ja Yu-Gi-Oh! GX gemacht. Und heute, Freunde, ist Yu-Gi-Oh! 5Ds dran. Ja, es geht weiter, Freunde. Achtung, fertig, Duell. Lade jetzt 5Ds Geschichten. Duellanten, jung und alt, Profis und Amateure gleichermaßen. Es ist der Moment, auf den sie gewartet haben. Willkommen in New Domino City, Heimat des Turbo-Duells. Turbo-Duelle sind eine neue Form des Duells, die auf Motorrädern stattfindet. Genannt Duel Runners. Allerdings beginnt unsere Geschichte nicht in New Domino City. Wir schließen unseren Held Yusei Fudo in dem ärmeren Stadtrand bekannt als Satellite an. Yusei wurde unrecht getan von dem ungeschlagenen Turbo-Duell-Champion Jack Atlas. Die beiden waren einmal Freunde, aber Jack stahl Yuseis zwei wertvollsten Besitztümer. Die Sternstaubdrachenkarte und sein maßgefertigter Duel Runner. Jack verließ Satellite und wurde der Turbo-Duell-Champion für New Domino City. Yusei wollte Jack konfrontieren, aber leider war der Sektor Sicherheitsdienst immer in seinem Weg. Yuseis Freund Rayleigh fand ein Skylon 30 Beschleunigungschip. Yusei benötigte diesen Chip dringend für den neuen Duel Runner, den er baute. Yusei, hey Yusei, schau dir das an. Es ist ein Skylon 30 Beschleunigungschip. Sind sie nicht unglaublich teuer? Sag mir nicht, du hast ihn gestohlen. Ich habe nichts gestohlen. Er lag auf dem Boden am helllichten Tag. Okay, danke. Das ist genau das, was ich brauche. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Wird es dein Duel Runner schneller machen? Auf jeden Fall. Leider hatte der Sektor Sicherheitsdienst Rayleigh verfolgt und sie schlossen schnell um Yusei und seine Freunde. So war es an Yusei, den Sektor Sicherheitsdienst zu konfrontieren und seine Freunde aus der Patsche zu holen. Ich wusste, ich hätte dich einspinnen sollen, als du noch ein Kind warst. Sieht so aus, als ob ich endlich meinen Wunsch bekomme. Wirst du es einfach machen und leise mitkommen? Werde ich, wenn du mich schlagen kannst. Du hast dir einen Deal besorgt. Narr. Auf geht's ins nächste Duell! In dieser Lektion werde ich Synchronmonster erklären und wie sie zu beschwören sind. Zuerst lass uns über das gehen, was Synchronmonster sind. Synchronmonster sind Monsterkarten mit weißem Rahmen. Wie Fusionsmonster hältst du sie in deinem Extra-Deck. Um ein Synchronmonster zu beschwören, benötigst du ein Empfängermonster und ein oder mehr Nicht-Empfängermonster. Die Empfängermonster hat Empfänger in dem Monstertyp. Alle anderen Monster sind Nicht-Empfängermonster. Um ein Synchronmonster zu beschwören mit einer Synchro-Beschwörung, musst du mindestens ein Empfängermonster und ein oder mehr Nicht-Empfängermonster als Synchronmaterial auf dem Spielfeld haben. Die kombinierte Stufe der Monster sind als Synchronmaterial verwendet werden. Muss gleich mit der Stufe des Synchronmonsters sein, was du beschwören willst. Beachte, dass ein Monster offen sein muss, um als Synchromaterial zu verwenden. In der Main-Phase sende das Synchromaterial auf den Friedhof, um das Synchromonster speziell zu beschwören von deinem Extra-Deck. Dies wird als Synchronbeschwörung genannt. Aber du brauchst immer einen Empfänger für diese Synchro-Beschwörung. Alles klar. Okay. Auf geht's. Zuerst lass uns ein Empfängermonster ins Spiel setzen und beschützen. Setze Flammwellwache in Verteidigungsposition. Alles klar. Okay. Jetzt setz dein magischer Zylinder.
Okay. Das ist alles, was wir jetzt tun können. Lass uns unseren Trip beenden. Alles klar, Trip beenden. Trudge, du bist dran. Den Gegner den Kampf öffnet, Effekt Karte aktivieren, natürlich. Magische Zylinder aktivieren. Zack. Wir brauchen mehr Synchromaterial und um eine Synchrobeschwörung durchzuführen, beginnen wir mit der Spezialbeschwörung von der Trickreiche. Spezialbeschwöre deine trickreiche Karte durch das Abwerfen von mechanischer Jäger. Spezialbeschwörung, mechanischer Jäger weg. Zack. Monster müssen offen sein für die Synchro-Beschwörung. Ender, Flammenwelt, Wachhaut zur Angriffsposition, indem du Flip-Beschwörung aus dem Menü wählst. Okay. Sehe den Effekt auf den Extra-Deck. Wir haben jetzt die Materialien verfügbaren, um eine Synchro-Beschwörung durchzuführen. Alles klar, okay. Wähle Stufe 6, himmlischer Wolfsherrscher, blauer Sirius für die Synchro-Beschwörung. Okay. Bla bla bla, Flammenwellwache weg, der Fixer weg. Synchro-Beschwörung! So. Wähle schwarze Salbe, okay, beschwören. Den Effekt aktivieren. Dann holen wir uns den mechanischen Jäger wieder. Dann können wir wieder eine Beschwörung machen. Synchro-Beschwörung. So, die Karte weg und die Karte weg. Schrott, Erzunterwäldler. Ja, genau. Lass uns nun Montagedrache zerstören mit deiner Synchro-Druckwelle Zauberkarte. Okay, Effekt aktivieren. Zack, mit der Karte. So, ab in die Battle-Phase. Und direkter Angriff auf deine Lebenspunkte, Trudge! Und gewonnen! Ah! Da geht meine Beförderung. Ich glaube, ich gehe zurück, um ein Dual-Runner-Politesse zu sein. Ah! Das war doch leicht. Eine Explosion aus der Vergangenheit. Okay, so heißt das nächste Duell. Also die nächste Story. Yusei entkam Trudge und den anderen Sektor-Sicherheitsdienst auf seinem Weg in New Domino City. Dort kam er Auge zu Auge mit seinem Rivalen Jack Atlas. Jack hatte Yuseis Ass-Karte Sternstaubdrache gestohlen. Mit Sternstaubdrache war Jack in der Lage, den Satellite zu entkommen und etablierte sich als ungeschlagenen Turbo-Duell-Champion von New Domino City. Willkommen im Kaiba Dome. Dieser Duel Dome ist beeindruckend, nicht wahr? Fernsehen wird dem einfach nicht gerecht. Nun stellt es dir mit Tausenden von begeisterten Fans vor, die deinen Namen singen und für dich jubeln. Aber das ist etwas, was du nie erfahren wirst, Yusei. Denn nach diesem Duell, die einzigen Menschen, die dich anjubeln, werden deine Versagerfreunde sein, zurück ins Satellite. Und das ist, wenn sie nicht all dir den Rücken kehren, wenn du ohne ihren Sternstaubdrache zurückkommst. Hä? Du wirst es bereuen, jemals hierher gekommen zu sein. Denn ich werde dich mit deiner eigenen Karte schlagen! Natürlich nehmen wir das Geschichtendeck, Freunde. Natürlich. Wir nehmen Schere. Natürlich als erster. So.
Auf geht's! Was haben wir denn hier Schönes? Rache per Fernzünder. Aktiviere diese Karte nur, wenn ein Monster, das du kontrollierst, als Ziel für den Effekt eines Zaubers, einer Falle oder eines Effektmonsters gewählt wird. Der ein Monster auf dem Spielfeld zerstört, ändere das Ziel auf dein passendes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Alles klar, die Karte setzen wir verdeckt. Und was können die Empfängerkomplott? Aktiviere diese Karte nur, wenn ein Synchro-Monster als Spezialbeschwörung auf dem Spielfeldseite deines Gegners beschworen wird. Übernimm die Kontrolle über das Synchro-Monster, entferne es aus dem Spiel, wenn es zerstört wird. Zerstöre diese Karte, wenn das Monster vom Spielfeld entfernt wird. Okay, setzen wir auf. Kampfgeist. Das ausgerüstete Monster erhält 300 ATK für jedes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Falls es durch Kampf zerstört würde, kannst du stattdessen diese Karte zerstören. Okay. Dann setzen wir den... Den Stachelschraubigel. Ja, wir setzen ihn und beenden den Zug. Ah, die Karte kümmert. Ah nee, das ist ja der... Okay, die Karte kann ich nicht setzen. Ja, dann den Tempelkrieger beschwören. Dann kann ich Geschützturmkrieger als Spezialbeschwörung machen. Machen wir in Verteidigungsposition. Und beendet mein Spiel. Scheiße. Scheiße. Okay, was ist das? Geben und nehmen. Beschwöre ein Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof in Verteidigungsposition. Auf die Spielfeldseite deines Gegners und erhöhe die Stufe von einem Monster, das du kontrollierst, bis zur Endphase um die Stufe des als Spezialbeschwörung beschworenen Monsters. Okay, die Karte setzen wir. Dann beende ich meinen Zug. Oh Freunde, das sieht nicht gut aus. Nur noch 300. Okay. Ich hab verloren. Ja, geil. Naja, okay Freunde, das war's, würde ich sagen. Wenn euch die Folge annähernd gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Und ja, dann hören wir uns morgen wieder zu Yu-Gi-Oh! Sechse, die nächste Yu-Gi-Oh! Staffel. Ja. Freunde, haut rein. Lasst einen Daumen da, wenn es, falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Wir hören uns zum nächsten Video. Haut rein. Zockerboy, Game over. Ciao.